Noch mehr auf böse Überraschungen. Hol dir Luredrop, das Monatsabo für Raubfischangler. Krasse Neuheiten, exklusive Sonderfarben und ein riesiger Preisvorteil. All das und vieles mehr gibt's auf luredrop.de. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und damit zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal. Natürlich geht es heute hier um den Oktober Lure Drop von Hecht und Barsch. Da bin ich schon mal sehr gespannt und würde mal sagen, wir schnacken nicht so lange, legen hier los. Kostet 40 Euro, könnt ihr gerne als Abo abschließen, könnt auch einmalig euch mal eine Box bestellen bei Hecht und Barsch. Dann habt aber natürlich auch mal vielleicht Pech und kriegt keinen mehr ab. Müsst ihr euch also auf jeden Fall überlegen. Da kommen immer noch ein paar irgendwie in den Shop, aber nicht die ganz große Masse auf jeden Fall. Naja, und los. So. Und da geht's ja schon mal los. Natürlich mit dem Beipackzettel. Den packen wir erstmal beiseite. Auf der anderen Seite haben wir einen QR-Code und eine Gewinnnummer. Ihr habt natürlich hier beim Lodrop jeden Monat die Möglichkeit, was Geiles zu gewinnen. Und in diesem Monat eine Tatula. Mit Naruto höchstwahrscheinlich. Naja, mal gucken. So, Zettel erstmal beiseite und dann schauen wir mal, was wir hier Schönes haben. Also jetzt ist von der Firma Headbanger. Da habe ich natürlich die Folge gesehen vom YPC. Für Headbanger tritt ja der Frederik an, Frederik Julien. Mal gucken, wie es in diesem Jahr für ihn läuft. Schon mal sehr gespannt. Das ist eine Lurejob Exclusive Sonderfarbe, der Headbanger Shad in 16 cm Suspending und Farbe sollte dann hier Holy King heißen oder was ist das Modell? Bin ich mir jetzt nicht so richtig sicher tatsächlich. Ich glaube, die Farbe heißt Holy King. Ja, also 16 cm lang, 29 Gramm schwer, läuft ungefähr 1,5 bis 2,5 Meter tief. Schauen wir uns gleich mal an hier. Da brauchen wir ein Messer. So. Das ist das gute Stück. Ja, ziemlich nice Farbe. Nicht so doll auffällig, aber trotzdem ein paar Akzente mit bei. Sicherlich UV-aktiv, UV-Lampe. Da. Gut versteckt hinterm Lurejob. Oh. Unten UV-aktiver Streifen. Schon ganz hübsch. Rasseln drin. Und natürlich hier vorne der Schnuller-Head, der ja an ganz vielen Headbanger-Produkten dran ist. Kriegt man ja auch Jig-Köpfe dafür. Sagt man das denn so? Also der Rocker-Head in dem Fall. Hab auch schon Oberflächenköder mit einem ähnlichen Kopf und so. Da haben sie es auf jeden Fall mit. Macht eine coole Aktion unter Wasser. Finde ich eigentlich immer ganz interessant und ganz geil. Ist mal ein bisschen was anderes. So, rein damit. Dann geht's ja weiter. Natürlich mit ein paar Jig-Köpfen. Musaga Jig-Heads. Eine kleine Mischpackung, ich würde mal sagen 7, 10, 15 Gramm, irgendwie sowas in dem Dreh und dann Hakengröße wahrscheinlich 3, 4 und 5 oder 5 und 6 oder sowas in dem Dreh. Brauchen wir jetzt nicht auspacken, haben wir schon des Öfteren in der Hand gehabt. Dann haben wir eine Packung mit drei Steel Spin Leadern, also höchstwahrscheinlich Stahlvorfach, 35 cm. 35 Lips Tragkraft und drei Stück sind drin. Finde ich ganz geil eigentlich. Die sehen gar nicht so sehr groß aus. Also ganz okay auf jeden Fall. Packen wir mal aus. Flexibler Stahl. Strong Snap and Swivel. Also ein starker Snap und Wirbel. Oha. Das, ja doch, geht so. Ich zeige hier bloß mal schnell die Snap-Größe. Boah, finde ich ganz gut. Tatsächlich. Schön hier vorne auch eingepackt, damit wir nicht, hat man ja auch ab und zu mit, also ich jedenfalls bei einigen Vorfachmodellen das Problem, dass man mit den geflochtenen Schnüren an irgendeiner feinen Litze, die hier vorne an der Quetschung halt zustande kommt, hängen bleibt und dann vertütelt sich das alles, hat man hier jetzt natürlich nicht das Problem, einfach weil sie ein bisschen Schrumpelschlauch rüber gemacht haben, der ist hier vorne nicht ganz zu, vielleicht könnte man da nochmal mit dem Feuerzeug versuchen, den ein bisschen zuzumachen. Hinten ist er schön fest, aber hier vorne sieht man es schon, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen offen. Aber trotzdem ganz cool. Vorfächer kann man nie genug haben. Gerade wenn man mal auf Hecht angelt. Dann haben wir hier von der Firma Yuzori. Da läuft es ja für Sami auch ganz gut. Den 3D RX 3D Prism Scale Jerkbait SP for Suspending in 80 mm Länge und 9,5 Gramm Gewicht. Irgendwas mit Ghost wollte ich gerade sagen. Nein, heißt aber Prism Silver Blue, also Hakengröße, Hakengröße, Hakengröße und Ringgröße steht mit drauf. Falls wir da was austauschen wollen, das war auch die vom Hersteller anvisierte
Ausbalanciertheit wieder erreichen. Das war ein komischer Satz. So, da ist er. Der sieht echt schön aus. Schönes Teil. Tolle Farbe mit Rasseln drin. Also hier ein kleiner Jerkbait, ein kleiner Twitchbait, ein kleiner Richtung Crankbait. Vielleicht kann man das auch so betiteln. Ich weiß nicht, wie genau jetzt da die Unterschiede nachher im Endeffekt für die Köder zusammenkommen, aber wir nennen ihn einfach Wobbler. Wir sagen einfach, es ist ein Wobbler. Aber geil sieht der aus auf jeden Fall hier mit dieser Folie innen drin. Vielleicht ist es auch gar keine Folie, vielleicht ist es auch das Plastik, was so gegossen ist. Kann auch sein. Müssen wir mal aufsägen. Ihr schreibt jetzt in die Kommentare einmal aufsägen, bitte. Dann machen wir das im nächsten Video. Dann hole ich hier meinen Trennschleifer, meinen Dremel raus und dann sägen wir den mal auf. Dann haben wir hier einen einzelnen Gummifisch in einer großen Zipper-Gefriertüte. Das müsste ein Westin anhand des Bauches, würde ich sagen, es ist ein, wie heißt er denn? Es ist natürlich ein Shetties. Kein Shetties Slim, es ist der normale Shetties. Und die Farbe heißt, glaube ich, Headlight. Hier oben mit dem schönen Schuppenmuster drauf. Vorne Headlight wegen einer gelben Färbung am Kopf. Und hinten natürlich Westin Logo drauf. Irgendwas um die 18 cm, würde ich mal sagen. Irgendwas um die 20 cm, würde ich mal sagen. Nein, also passt schon so. Gewichtstechnisch. Der ist nicht so schwer, glaube ich. Der ist auch ein bisschen schmaler. Ach, Mensch. Jetzt haben sie mich hier. So, Waage läuft. So, der wiegt 53 Gramm. Nee, Moment, der wiegt 48 Gramm. Nein, also, naja, hätte ich mal doch so gelassen. So, also auch ganz cool. Der ist nicht UV-aktiv. Nö. Dann haben wir von der Firma Fox Rage den White Tiger Big Eye Blade. Der sieht ja interessant aus. Also so eine Art Zikade, würde ich mal schätzen. Mit VMC-Haken ausgestattet. Das steht alles in Englisch drauf. Und von Fox Rage eine interessante Verpackung, ne? Also sieht so irgendwie ziemlich stylisch aus. So. Mal auspacken. 17 Gramm. Er ist er schwer und 6 cm ist er lang. Und er ist aus Zink-Alloy. Zink-Alloy ist, ja, ich wusste es mal. Habe ich schon öfter gelesen, aber ich komme gerade nicht drauf. Vielleicht finden wir es ja in der Beschreibung nochmal. Hier haben wir mit Doppelhaken ausgestattet, keine Dreierhaken. Fox steht nicht so auf Dreier. So, packen wir mal aus hier. So. Wild eingepackt hier wieder mit diesen kleinen Dingern. So, und da ist er. Ja, also eine klassische Zikade, würde ich mal sagen, außer dass das Ding jetzt hier ein Riesenauge hat. Auch klassisch hier eigentlich mit zwei verschiedenen Aufnahmen für den Snap, womit wir natürlich, je nachdem wo wir montieren, nochmal hier das Laufverhalten oder die Vibration dann je nachdem nochmal ein bisschen anpassen können. Ansonsten, ja, sieht ganz cool aus, aber auch das Rad jetzt hier nicht neu erfunden, bloß weil da jetzt ein großes Auge drin ist. Farbentechnisch in Weiß, pff, ja, finde ich ganz okay. Und sehr schön UV-aktiv aber auf jeden Fall. Und auch die Schnute vorne kann man auf jeden Fall machen. Ja, die Haken sind auf jeden Fall ziemlich scharf. Also da merke ich gerade schon, bleibt man echt fix dran hängen hier. Wow. So, haben wir noch was? Wir haben noch was. Wir haben von der Firma Storm haben wir 4 Stück in einer Packung mit 10 cm Länge und 8 Gramm Gewicht. Natürlich den Boomshed. Ganz genau, natürlich den Boomshed. Und Farbe nennt sich Electric Smelt. Electric Smelt. Also hier auf jeden Fall schon was wir für Zander fischen können, natürlich für große Barsche. Da geht natürlich auch der eine oder andere Hecht drauf. Das ist hier so eine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Universalgröße. Die kann man immer mal fischen, da kann man immer Würfe mitmachen. Der riecht jetzt nicht besonders, stinkt aber auch nicht besonders, also eher neutral. Schön ein bisschen durchsichtig, ein paar blaue Flakes drin. Wow, auch ganz cool. Hm. So, nicht UV-aktiv.
Und weiter geht's hier mit der Firma Berkeley. Eine Ludrop Exclusive Sonderfarbe. Der hundsgemeine Zilla Spinnerbait in 25 Gramm. So, der Zilla Spinnerbait wurde speziell für das Hechtfischen in sehr verkrauteten und trüben Gewässern entwickelt, ausgestattet mit einem Spinnerblatt, welches starke Druckwellen erzeugt, wird dieser Köder sehr schnell und auf sich aufmerksam machen. Dieser Köder ist in 25 und 50 Gramm in einer breiten Palette bewährter Farben erhältlich. Die 50 Gramm Version ist sogar mit einem abnehmbaren Stingerhaken ausgestattet, der besonders in krautfreien Bereichen für die bessere Bissausbeute sorgt. Also Hecht und Barsch Sonderfarbe auf jeden Fall. 25 Gramm packen wir auch mal aus hier. Das ist natürlich eine Packung, die ist, wenn sie einmal auf ist, auf. Ah, warte. Na komm schon. So, gar nicht mal so schlecht ausgepackt. So, hier natürlich auch wieder ein schönes Beispiel, finde ich sehr cool. Einfach, dass wir hier einfach. Ich soll ja nicht immer so oft einfach sagen, dass es hier einmal rumgelegt wurde. Das heißt, wir brauchen keine extra Gummis oder sonst was. Das heißt, der Snap kann hier nicht hin und her rutschen. Ansonsten würde ich eher sagen, ein klassischer Spinnerbait, wie er jetzt natürlich schon oft auf dem Markt ist. Hier ein schönes goldenes Blatt oben dran. Boah. Farbe ganz cool. Oben so blau. Auch hier ein schönes Muster auf jeden Fall dran. 90er Jahre Twister-Schwanz hinten und UV-aktiv. Also klassisches Teil. Ganz schön groß. Kann auf jeden Fall machen. Ne? Also das glaube ich schon, dass da die Hechte drauf stehen. Ansonsten den Trailer normal über den Haken. Keine Screw unten dran. Jo. Ganz okay. Was haben wir noch? Wir haben noch ein paar Würmchen. Glowworms Minis, das sind glaube ich die, die auch nachts leuchten können. Na, wenn ihr gerne nachts nascht, dann lasst ihr die einfach kurz irgendwo nachts liegen, kurz unter der Lampe liegen und dann leuchten die nachts. Dann findet ihr die auf jeden Fall auch wieder. Was haben wir noch? Wir haben noch von der Firma Zalt hier, also auf jeden Fall ein Klassiker, auch in einer klassischen Farbe, wie sie in Schweden in jedem Angelladen hängt. Weiß und Rot. Für mich immer so eine 90er Jahre Farbe, irgendwie erinnert mich das immer an die weiß-roten Gummifische, die man in den 90er Jahren fürs Zanderangeln sich kaufen konnte, wie sie irgendwie im Angelladen zu Tausenden gelegen haben, gefühlt jedenfalls. So, ja, der sieht auf jeden Fall interessant aus. Wie heißt der hier? Zalt Zam Z. A nice gift for a fish, ein nettes Geschenk für einen Fisch. Ja, der ist wahrscheinlich nicht hier vorne aktiv. Doch ist er tatsächlich doch hier vorne. Ja. Ganz geil. Dann haben wir noch einen Aufkleber. Dann haben wir von Toni Wiese ein Autogramm. Ich halte mal den QR-Code zu. Da könnt ihr euch nämlich nochmal einen Expertentipp holen, wenn ihr den Code scannt. Toni Wiese kommt aus Thüringen. Er ist 1989 geboren, ist damit deutlich jünger als ich. YPC-Teilnahme, YPC-Bass in diesem Jahr, Hecht 127, Zander 94, Barsch 51, eine tolle Scale hier. Und Bass 3,68 Kilo oder 7 Pfund. Also ob heute noch irgendwer ein Pfund irgendwas sagt. Ja, ist schon ganz cool. So, und was haben wir noch? Exklusiver Deal auf Cross, 15% Rabatt. Ja, das war's. Auch eine komplette Box mit Vorfachmaterial, mit Hardbaits, mit Gummis. Auf jeden Fall auch eine schöne Box. Vielleicht nicht genau meine Box. Irgendwie passt jetzt natürlich trotzdem super zur Jahreszeit. Einfach mit einem Spinnerbait, mit einem Hechtköder, auch mit Barschsachen. Also ist auf jeden Fall schon eine tolle Box. Das muss man ganz klar so sagen. Trifft nicht hundertprozentig meinen Geschmack, aber ist natürlich auch unmöglich bei so vielen Sachen, die man in so einer Box hat, dass wirklich alles für jeden Einzelnen perfekt ist. Trotzdem würde mich natürlich interessieren, wie ihr diese Box findet. Die ist natürlich in jedem Fall stark und preistechnisch brauchen wir sicherlich hier auch nicht drüber reden. Da haben wir hier echt ein tolles Sortiment von vielen Sachen mit dabei. Ja, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr darüber denkt. Natürlich müssen wir noch kurz auf den Zettel gucken, fällt mir gerade ein. Der Berkeley Zilla Spinnerbait, Sonderfarbe, Headbanger in der Sonderfarbe, den Fox Rage Big Eye in einer Sonderfarbe und einer Sneak Preview. Also es ist ja ein neuer Köder, ein getigerter,
Augenschmaus, getigerter, getigerter. So, Zwillingsbehaart, dank zweier Snap-Ösen-Variablen einsetzbar. Naja, das kennen wir ja. Berkeley Fusion hatten wir, Storm Boomshed, den Westin Shetties hatten wir natürlich mit bei. Dann hatten wir Hakengröße 4 und 7 in 7 und in 15 Gramm und den 4er in 10 Gramm haben wir mit dabei. Also, na klar, eine tolle Box auf jeden Fall. Ja, dann, wie gesagt, lasst mich gerne wissen, was ihr von dieser Box haltet und dann sehen wir uns schon bald wieder. Genau, macht's gut, bis dann. Bye, Lemmy.